Willkommen zu dieser Neuvorstellung der Baureihe 187. Ich habe lange überlegt, ob ich überhaupt dieses Video mache. Ihr werdet gleich sehen, aus welchem Grund. Wir befinden uns hier auf der Schnellfahrstrecke Köln-Aachen. Das DLC ist heute erschienen von Skyhook Games. Wir haben hier die Baureihe 187 und hinter uns haben wir eine 185 gespannt. Fahren also hier in Doppeltraktion und steigen mal ein. So, wir befinden uns erstmal hier jetzt in der Lok. Was nu? Was machen wir denn nu? Also Stromabnehmer ist oben. Jawohl, das passt alles. PZB ist, glaube ich, nicht eingeschaltet. Was wir machen können, das finde ich ganz cool. Wir können uns hier in den Maschinenraum bewegen. Können hier auf, oh Gott, auf gewisse Displays zugreifen. Also wir können hier die PZB anmachen, die LZB anmachen. ETCS leider nicht. SIFA können wir anmachen, lass mir aus. Aha. 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 Ausgang. Gut, das ist alles sehr, sehr rudimentär, aber das ist in Ordnung. Wir haben einen Maschinenraum, das ist eigentlich ganz cool gemacht. So, zurück im Führerstand. Wählen wir uns hier noch die Signalbeleuchtung auf Auto aus. Führerstand aktivieren wir. Motorraumbeleuchtung, oh, können wir auch anmachen. Cool. So. Nehmen wir Platz. So, was haben wir hier? Untere Zugart, das ist okay. Richtungswende und Vorwärtsstellung. Haben wir jetzt, ich hoffe, das hat geklappt. Was wir machen können, wir können hier diese Displays bedienen und das ist ganz nice gemacht. Hier zum Beispiel Signalleuchten können wir auswählen. Oh Gott, wir rollen schon. Ah. Wir können die Signalleuchten auswählen. Wir befinden uns in Führerstand Nummer 2. Also gehen wir hier auf die 2, machen das einmal so und bestätigen. Gehen wieder in dieses Menü. Was können wir noch machen? Bremsstellung können wir verändern. Können wir wirklich verändern? Nee, können wir nicht. Stromabnehmer. Können wir hier anscheinend verändern. PZB-Modus können wir auch verändern. Das ist auch ganz cool gemacht. Was ist hier? Okay, hier können wir die Übersicht hier vorne ändern. Kilonewton, da passiert nichts. Da passiert nichts. Da passiert nichts. Da passiert nichts. Hell-dunkel. Okay, bei der hellen Anzeige fehlt ein bisschen was. Okay. Pfeiltasten. So, Scheibenwischer können wir aktivieren und so, das ist alles klar. Hat das geklappt mit dem Richtungswender nach vorne? Ich glaube schon. So, hier die Spitzensignale auch auf reduziert. Führerstandsbeleuchtung können wir auch ausmachen und haben noch die Pultbeleuchtung. Lassen wir mal aus. Bremse lösen, Sand. Unseren Leistungsschalter, AFB. Hauptschalter, Stromabnehmer, LZB, PZB, Einrichtung. Zugbeeinflussung. Okay. So. Okay, dann hätten wir das alles. Dann gucken wir uns mal Lokführerbremsventil angeschlossen. Genau, mit den Pfeiltasten können wir uns dann hier noch hin und her bewegen. Was können wir hier machen? Notbremsventil. SIFA, gut, hier kann man nicht viel machen. Und dann die Displays. Und das war's. Haben wir hier unten links eigentlich nichts? Nee, ne? Wo kann man denn die AFB anmachen dann? AFB. Ah. AFB. AFB. Okay, so kann man die AFB anmachen. Gucken wir uns mal das Außenmodell an. Das ist nämlich ganz hübsch gemacht, finde ich. Moment, das Licht ist aber, glaube ich, das Falsche, ne? Nö, keine Ahnung. So, also das Außenmodell, das 3D-Modell ist sehr schön. Das gefällt mir sehr gut. Ich versuche mal erstmal die positiven Sachen zu nennen. Das 3D-Modell ist wirklich gut gelungen. Das muss man sagen. Definitiv.
Wir haben hier ein paar kleinere Fehler, zum Beispiel hier DB Regio AG Region Baden-Württemberg. Württemberg ist falsch geschrieben. Die 187er sind auch nicht in Stuttgart beheimatet, sondern da sind die 147er bearbeitet. Und DB Regio ist ja auch falsch, es ist eigentlich DB Cargo. Dann haben wir hier noch angeschrieben, dass wir 160 fahren dürfen mit der Lok. Das ist falsch. Die Lok darf nämlich nur 140 und hier steht es witzigerweise richtig. Okay, es sind aber nur Peanuts, darüber kann man hinwegsehen. Was haben wir hier? Eine 187. So, darüber kann man ja hinwegsehen, all das, was ich jetzt gerade genannt habe. Wie gesagt, es ist auch cool, dass wir hier vorne einen Maschinenraum haben und alles. Aber jetzt kommt das, wo ich mir denke, das ist doch ein billiger Scherz. Wir lösen mal die Bremse. Wir sitzen etwas hoch, ne? Können wir uns die Sitzposition verstellen? Nee, schade. Okay, also Bremsen sind gelöst. Dann schalten wir mal Leistung auf. Ich hoffe, das klappt. Nee, irgendwie nicht. Vorwärtsstellung. So, ich glaube, die Federspeicherbremse ist angezogen, ne? Gehen wir hier nochmal auf Bremse lösen. In der Fahrtrichtungswende ist noch nicht in Vorwärtsstellung. Jetzt. So. Können wir Leistung aufschalten? Komm schon. Hallo. Warum schaltest du keine Leistung auf? Also Fahrtrichtungswender ist in Vorwärtsstellung, Bremsen sind gelöst. Direkte Bremse ist gelöst. Hier sind noch 1,5 Bar im Bremszylinder. Warum? Lösen Sie doch mal die Bremse. Federspeicherbremse ist gelöst. Batterie ist an. Warum schaltest du keine Leistung auf? Come on. Okay, wir machen das anders. Ich habe euch jetzt hier die einzelnen Dinge mal gezeigt, die hier ganz positiv sind an der Lok. Jetzt weiß ich nicht, was ich ehrlich gesagt falsch gemacht habe, aber ist ja auch egal. Dann gehen wir nochmal einfach ins Tutorial hier mit der Einführung und lassen uns da nochmal bequatschen von dem guten Mann, der die Einführung spricht. Das ist auch eine Stimme, die man wiedererkennt. Das ist die gute alte TSW-Stimme. Ja. Willkommen zum Trainingsmodul der BR187. Wir werden Sie mit der Lokomotive BR187 vertraut machen. Sie werden eine kurze Fahrt von Aachen Hauptbahnhof nach Aachen Rote Erde durchführen. Beginnen Sie, indem Sie zur markierten BR187 gehen. Ja, dann lass mich doch auch gehen. Danke. So, ja, warum auch immer das gerade hier so verpixelt ist. Diese BR187 ist derzeit vollständig ausgeschaltet.
Wir werden einige Knöpfe drücken müssen, um die Lokomotive aufzurüsten. Ja, los. Zuerst müssen wir die Batterie einschalten. Jawohl. Dann mal rein in den Führerstand, wollen keine Zeit vertrödeln. So, und hier gedrückt halten für 2 Sekunden. Das passt. Als nächstes müssen wir den Führerstand aktivieren. Haben wir. So. Auf dem Lokführersitz. Wir gucken sie mal um in der Zeit. Also hier haben wir noch ein paar Talents wo rumstehen. Hier in rote Erde. Da haben wir uns. Die Güterwagen sind übrigens mitgeliefert mit dem Erdon. Vergewissern Sie sich, dass die Spitzensignale der Lokomotive richtig ein. Richtig einge. Aha. So, dann machen wir das gleiche nochmal damit. Zack. Wir müssen nun den Stromabnehmer heben. Gehen Sie sicher, dass der Hauptschalter geschlossen ist. Zuletzt lösen Sie die Federspeicherbremse. So, Fahrtrichtungsändern und Vorwärtsstellung. Hat geklappt. Zug fährt laut Plan um 15 Uhr ab. Okay. Hallo, ich würde mich gerne bewegen können. Ich kann mich nicht mehr umgucken. Da. Ich kann einfach nicht mehr schwenken. Immer noch nicht. Seriously? Okay, ja. Also. Das war jetzt bisher so das Gute am Addon, was ich rausgestellt habe. Jetzt folgt die Frechheit. Eine bodenlose Frechheit. Nämlich der Sound. Der Sound, den wir hier haben, ist nicht mal ein schlechter Baureihe 187 Sound. Das ist einfach gar nicht der Sound der Baureihe 187, sondern von der Baureihe 185. 185.5 oder 185.2, ist auch egal. Auf jeden Fall, es ist ein Sound, der nicht zu dieser Lok passt. Die Lok macht nicht im Ansatz in der Realität diesen Sound. Man kann es bei YouTube ja eben nachgucken, einfach Baureihe 187 eingeben. Wir sind jetzt bereit zur Abfahrt. Erhöhen Sie ein wenig die Leistung, damit wir unsere Fahrt beginnen können. Sobald wir 35 Kilometer pro Stunde erreicht haben, schalten Sie die Leistung ab, damit wir durch den Bahnhof rollen können, und schalten Sie sie danach. Ja. So, dann setzen wir uns hin. Bremsen sind gelöst. Und wir schalten Leistung auf und hört mal hin. Ja, es ist einfach nur grauenvoll. Es ist eine Frechheit. Es ist halt nicht mal der gute 185er Sound, sondern es ist der Sound
vor dem Rush Hour Update, der ja noch richtig, richtig kaputt war. Und das ist ein absolutes No-Go. Das ist das erste Mal, dass ich bei einem DLC wirklich vom Kauf abraten würde. Das muss am Ende jeder für sich selbst entscheiden. Was ich machen werde, ist, nachdem ich jetzt gleich diesen Zug in 400 Metern abgestellt habe, ich werde zum Steam Shop zurückgehen und mein Geld dafür zurückverlangen. Denn das ist einfach nicht in Ordnung. Überhaupt nicht. Gar nicht. Sollte irgendwann ein Patch erscheinen, ein Update erscheinen von Skyhook Games, wo die vielleicht den richtigen Sound der 187 noch implementieren, was ich nicht glaube, dann denke ich, dann würde ich mir auf jeden Fall das DLC holen. Wie gesagt, die Lok ist an sich ja sehr, sehr schön. Die neuen Funktionen hier in diesem Display sind auch ziemlich gut gemacht. Aber mit diesem Sound, nein. Absolut nein. Ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, ob ihr euch schon die Lok geholt habt. Ob ihr da, ob das was für euch ist. Ich finde es auf jeden Fall absolut, nee. Ich gebe jetzt einfach mal mehr Gas, als wir dürfen. Nur mal die, Geschwindigkeit, nur um mal den Sound bei der entsprechenden Geschwindigkeit zu hören. Anfahrt auf Aachen, rote Erde beginnen. Also, Gott, nein, absolut nein. Es ist enttäuschend, es ist schlecht, es ist einfach nur schlecht. Ich kann nicht verstehen. Ja, wir können auch die E-Bremse übrigens benutzen. Ich kann absolut nicht verstehen, wie es sein kann, dass man sowas auf den Markt bringt. Also nee. Es ist enttäuschend, es ist bitter, es ist schade. Es ist schade. Ich hätte mich sehr gefreut um eine gute Baureihe 187 mit gutem Sound. Die ist ja auch gut. Der Sound ist einfach nur schlecht. Einfach nur schlecht. Und wir müssen mal langsam bremsen, sonst. Sie haben Aachen Rote Erde erfolgreich erreicht. Dies ist das Ende der Fahrt und dieses Trainingsmoduls. Ja, so viel dazu. Wie gesagt, ich werde jetzt gleich zum Steam Shop zurücklaufen und da die guten Menschen von Steam fragen, ob sie mir dann mein Geld dafür zurückgeben können, denn ich sehe es nicht ein, dafür 13 Euro irgendwas zu zahlen oder 12 Euro, ich weiß es nicht genau. Für eine gute Lok mit gutem Sound, ja, absolut. Aber für sowas, nein, absolut nein. Was ist eure Meinung dazu? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Gut, bis dahin. Ich danke euch fürs Zusehen. Macht es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.